Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Heute begrüßen wir euch zu dem Video 3.5, die Integralfunktion. Was es ist, kommen wir gleich drauf. Aber wir haben jetzt hier mal ein Beispiel. Wir haben hier das Schaubild von der Funktion f. Hier auch der zugehörige Funktionsterm. Und hier habe ich jetzt mal ein Integral aufgeschrieben. Das kennt ihr schon. Das Integral von den Grenzen minus 1 bis 0, f von x dx. Ich hoffe, ihr wisst noch, was das im Endeffekt darstellt. Naja, das ist der orientierte Flächeninhalt unter dem Schaubild des Graphen von minus 1 bis 0. Das heißt, es wäre genau das hier. Mal gucken, ob ihr es noch wisst, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nicht 0 schreiben würde, sondern würde schreiben 2 in blau. Wisst ihr immer noch, welcher Flächeninhalt das wäre? Wissen Sie das, Herr Thein? Na gut, das wäre dann von minus 1 bis zu der 2. Ich färbe das gerade mal ein. Ist der dann jetzt negativ oder positiv? Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. Der Teil von minus 1 bis 0 würde positiv gewertet. Davon ziehen wir dann den Teil von 0 bis zu 2 ab. Das bedeutet also, insgesamt würde dann ein negativer Flächeninhalt rauskommen. Allerdings, wenn wir das Integral so berechnen, wie wir es kennen, über den Hauptsatz der Integralrechnung mit Stammfunktionen einsetzen, müssen wir das alles gar nicht bedenken, denn dann passiert das automatisch, dass wir sozusagen unseren negativen Wert erhalten. Genau. Und jetzt ist das immer umständlich. Wir müssen den ganzen Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung immer anwenden, je nachdem, welchen Wert wir haben. Wir wollen jetzt mal sagen, okay, die untere Grenze, die lassen wir so, minus 1. Aber die obere Grenze, die wollen wir ein bisschen variabel nennen, die nennen wir jetzt einfach mal x. Also ich mache jetzt mal alles rückgängig, was ich hier gemacht habe. Auch das Einfärben. Und hier statt der 0 schreibe ich hier einfach allgemein x hin. So, berechnen wir das mal. So, unsere obere Grenze ist nun also Variabel x. So wird's, als Integrationsvariabel haben wir ja auch immer x genommen, aber als Integrationsvariabel können wir ja jeden beliebigen Buchstaben nehmen, müssen nicht x nehmen. Wir müssen hier aber jetzt einen anderen Buchstaben nehmen als x, weil unsere obere Variabelgrenze und Integrationsvariabel heißen hier x und es geht nicht. Das sind ja zwei verschiedene Variablen. Ist aber ganz einfach. Vorsicht, der ist groß. Oh, der ist groß, macht nichts. So, deswegen sage ich, meine Integrationsvariable ist jetzt einfach t. So, f von t dt. Jetzt rechnen wir das mal aus. Also ich schreibe es erstmal hin. Von minus 1 bis x. T hoch 3 minus t Quadrat. 2t. Warum ist es jetzt t, Herr Thein? Gut, weil wir jetzt natürlich, wenn wir nach t integrieren, auch nicht mehr x in der Funktion haben, sondern einfach dann t unsere Variable in der Funktion ist. Richtig, jetzt machen wir hiervon die Stammfunktion. Die könnt ihr t hoch 3, aufgeleitet ist 1/4, mal t hoch 4, minus 1/3 t hoch 3, minus 2, schreibe ich jetzt einmal hin. Aus dem t wird mal 1/2 t Quadrat. Und weil 2 mal 1/2 1 ist und weil ihr es sicher vorher auch schon gemerkt habt, dass es 1 ergibt, brauche ich das gar nicht schreiben. Schreibt direkt minus t Quadrat. Wir denken noch an unsere Grenzen von minus 1 bis x. So, wunderbar. Und jetzt nach dem Hauptsatz der differentialen Integralrechnung sehr einfach die Stammfunktion von der oberen Grenze. Also 1/4 x hoch 4. Minus 1/3 x hoch 3 minus x Quadrat. Und jetzt minus die Schirmfunktion von der unteren Grenze, minus hier die Klammer nicht immer vergessen. Dran denken an der Stelle, häufige Fehlerquelle. So, und jetzt setzen wir ein, minus 1 hier hoch 4, das ist ja Teil. Das ist gerade 1, also 1/4 mal 1, 1/4. Minus 1 hoch 3, da bleibt das Minus bestehen, dann haben wir minus 1 mal minus 1/3. Minus, insofern löst sich auf, dann haben wir plus 1/3. Ja, ich hab's schon. Wunderbar. Und minus 1 im Quadrat ist 1, also minus 1. Richtig. So, hier vorne können wir nichts mehr machen, das können wir auch nicht zusammenfassen. Das da hinten können wir zusammenfassen. Ich mache es hier mal in einer kleinen Nebenrechnung vielleicht. Wir könnten es auf den gemeinsamen Nenner 12 bringen, dann haben wir vorne 3/12 plus 4/12 und 1 ist gerade 12/12, also minus 12/12, das sind dann 7/12 minus 12/12 und das sind dann minus 5/12. Ah, sehr gut, danke schön. Wäre der zusammengefasste Wert von dieser Klammer. Ein Teilen ist manchmal besser als ein Taschenrechner. Oder hat es vorher schon nebenher gerechnet? Aber psch. Oder so.
Naja, was man nicht im Kopf hat, muss man im Bein oder im Arm haben. Genau. Mit dem Minus und dem Minus haben wir natürlich hier plus 5 Zwölftel. So, das ist jetzt mein Ergebnis. Und dieses Ergebnis, würde man sagen, was bringt das uns überhaupt? Naja, wir können jetzt hier für x jeden beliebigen Wert einsetzen und kriegen dann im Endeffekt den Flächeninhalt von minus 1 bis zu diesem Wert. Bisher hätten wir da jedes Mal das Integral neu rechnen müssen. Wir haben es vorhin gesagt, wir machen das Integral von minus 1 bis 0, von minus 1 bis 2 oder von minus 1 bis 1. Jetzt haben wir sozusagen ein allgemeines Ergebnis, eine Funktion quasi, in der wir jede beliebige obere Grenze einsetzen können. Und diese Funktion liefert uns dann den Flächeninhalt. Ich mache mal ein Beispiel, um das zu beweisen. Oder bevor ich das Beispiel nehme, sagen wir erstmal, das Ganze hat einen Namen. Das Ganze ist die Integralfunktion und kriegt diesen Großbuchstaben ein J. Und weil es zur unteren Grenze ist, ist J von minus 1 oder J minus 1 von x ist genau das hier. Und jetzt das Beispiel. Ihr wisst ja alle schon, oder ich hoffentlich wisst ihr, durch Nachdenken, was J minus 1 von minus 1 ist. Im Endeffekt ist es minus 1 hier eingesetzt natürlich. Und dann kommt irgendein Wert raus. Aber den Wert wisst ihr schon vorher. Sie auch? Ja, überlegen wir uns doch mal. Wenn wir ganz hoch gehen, wo das Integral zum ersten Mal steht. Wir bestimmen die Fläche von minus 1, da starten wir bis minus 1. Hier. Das heißt also sozusagen, da bildet sich gar keine Fläche. Der Startwert ist gleichzeitig der Endwert. Und was da rauskommen muss, ist klar. Muss minus 1, muss 0 rauskommen, weil es keine Fläche ist. Gucken wir mal, ob das auch so stimmt. Also wir rechnen hier 1 Viertel mal minus 1 hoch 4. Minus 1 hoch 4 ist wieder 1, also haben wir 1 Viertel. Hier rechnen wir minus 1 hoch 3, ist wieder minus 1 mit dem Minus, ist plus 1 Drittel. Hier ist minus 1 Quadrat, gibt 1, mit dem Minus ist minus 1, plus 5 Zwölftel. So, das haben wir vorhin schon mal gehabt, wenn er nach oben schaut, da stand schon mal 1 Viertel plus 1 Drittel minus 1. Und aus der Nebenrechnung wissen wir, das ist gerade minus 5 Zwölftel. Und dann steht hier minus 5 Zwölftel plus 5 Zwölftel. Zu 0. Sind 0. Das heißt also, wenn wir das Integral von minus 1 mit minus 1 haben wollen, geben wir einfach minus 1 in unsere Integralfunktion ein und da kommt 0 raus. So, das ist natürlich jetzt etwas, was wir vorher schon wissen. Jetzt können wir es aber auch für jeden beliebigen anderen Wert machen und tatsächlich den orientierten Flächeninhalt damit berechnen. Und weil es jetzt immer so kompliziert ist, das jedes Mal zu berechnen und wir es euch gerne noch für ein paar Beispiele zeigen wollten, haben wir da was vorbereitet. So, wir haben das Ganze jetzt in einem GeoGebra-Fenster vorbereitet. Ihr seht hier oben immer noch unsere neue Integralfunktion. Wir haben also auch hier jetzt ein Integral eingegeben von der unteren Grenze minus 1 bis zur Obergrenze x. Die ist hier gerade eben auf minus 1 eingestellt und ihr seht hier unten, dann kommt 0 raus, was wir hier auch schon gezeigt haben. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir die Obergrenze etwas erhöhen. Wir sehen jetzt unten, es kommt Flächeninhalt dazu. Und es gibt auch einen Wert, zum Beispiel gerade eben für eine obere Grenze von minus 0,35 hätten wir den Wert 0,31. Und wir sehen auch, hier nimmt es die ganze Zeit zu bis jetzt. Ab jetzt sozusagen kommt durch den orientierten Flächeninhalt ja negative Fläche dazu. Das heißt, alles, was ab jetzt dazu kommt, wird von der bisherigen Fläche abgezogen. Schauen wir mal hin, ob das zutrifft, dass es wieder kleiner wird. Und wir sehen tatsächlich, der Wert des Integrals wird kleiner. Nimmt weiter ab. Und jetzt kommen wir langsam im Bereich, wo es fast wieder 0 wird. So, und zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir, es ist fast 0. Das heißt, jetzt gerade eben ist die Fläche, die abgezogen wird, nahezu genauso groß wie die Fläche, die hier dazugekommen ist. Also zu diesem Zeitpunkt hier, wenn beziehungsweise für diesen Wert von 0,6, wenn wir das Integral machen von minus 1 bis 0,6, ist fast schon wieder 0. Das heißt aber auch, die Integralfunktion, also j minus 1 von 0,6, wäre jetzt auch 0. An der Stelle, genau. Wenn wir jetzt ein bisschen größer werden, auf 0,65 sehen wir, jetzt sind wir schon im negativen Bereich. Das heißt, jetzt ist schon die Fläche unterhalb des Graphen etwas größer als die oberhalb. Das heißt, irgendwo dazwischen wäre der exakte Nullpunkt, so genau ist unser Schieberegler jetzt nicht. Und wenn wir jetzt weiter erhöhen, wird der Wert im negativen Bereich sozusagen immer größer. Genau. Gut, dieses Sheet findet ihr auch unter dem Video. Und der Herr Thein blendet es nochmal aus, damit ihr das alles abschreiben könnt. Schreibt es jetzt ab.
Kommen wir zum allgemeinen Teil. Das ist ja eine Definition. Ju von x ist gleich das Integral von u bis x, f von t dt und heißt Integralfunktion von f zur unteren Grenze u. Wichtig jetzt also der Unterschied zu den bisherigen Integralen. Da kam einfach immer ein Wert raus. Hier kommt kein fester Wert raus, sondern eben eine Funktion, die uns dann natürlich verschiedene Werte liefern kann. Wichtig ist hier drunter noch das, was bei Merke steht. Ju' von x, also die Ableitung der Integralfunktion, ist gerade nichts anderes als die ursprüngliche Funktion. Bedeutet im Umkehrschluss, dass jede Integralfunktion ju eine Stammfunktion von f sein muss, weil wenn man die Stammfunktion ableitet, kommt f raus. Dass das Ganze stimmt, können wir euch auch kurz noch zeigen an dem Beispiel von gerade eben. Ich gehe dafür mal schnell eins zurück. So, wir haben hier unten unsere Funktion j minus 1 von x, die haben wir hier stehen. Und wir machen da mal kurz schnell in einer anderen Farbe die Ableitung davon. Also wir machen j' minus 1 von x, leiten wir es ab, 1 Viertel x hoch 4 abgeleitet, das ist gerade x hoch 3, 1 Drittel x hoch 3 abgeleitet wäre x Quadrat, minus x Quadrat abgeleitet wären minus 2x und 5 Zwölftel, da ist kein x dabei, ist eine Konstante, das fällt weg. Und wenn wir jetzt das hier vergleichen mit hier oben, dann fällt auf, das ist nichts anderes als unsere Funktion f von x. Und es ist genau das, was hier bei Merke stand. Wichtig noch eine kleine Anmerkung, ich will auch noch was sagen. Achtet auf die Sprechweise, dass ihr das eine, also die Ableitung auch so spricht, ju' von x. Muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann weiß jeder, von was wir reden. Dankeschön. Gut, dann kommen wir noch zu ein paar Aufgaben dazu. So, hier meine erste schöne Aufgabe. Sie sind dran, Herr Fähnrich, gerade mal vorlesen. Okay, Aufgabe 1. Berechne a, das Integral von 0 bis 1 von e hoch 0,5 t dt. B, das Integral von 0 bis 2 e hoch 0,5 t dt. C, das Integral von 0 bis 3 e hoch 0,5 t dt. D auch noch, das Integral von 0 bis 4 e hoch 0,5 t dt. Boah, das sind aber jetzt viele Integrale. Leute, ewig. Felix, wo sind wir denn gerade? Integralfunktion war das Thema. Genau, dann machen wir doch erstmal die Integralfunktion. Ach, Sie meinen einfach die Integralfunktion jetzt von 0 bis x? Das heißt hier, ich berechne j0 von x. Das ist Integral von 0 bis x, e hoch 0,5 t dt. Erstmal allgemein aus und setze dann die ganzen oberen Werte ein. Genau. Ach, so ist das. Das ist ja wunderbar. Eben. Und während wir uns das überlegen, überlegt ihr euch das auch mal. Pausiert das Video kurz, probiert es selber und dann schauen wir uns die Lösung zusammen an. Viel Spaß. So war das ja ganz einfach mit der Integralfunktion. Danke, Herr Klein. Bitte. Also die Integralfunktion hier, habe ich hier die Stammfunktion gebildet, ist e hoch 0,5 t, einfach nochmal hingeschrieben, mal 1 durch die Ableitung von der inneren Funktion, also mal 1 durch 0,5, das ist 2, also mal 2. 1 durch 1,5, Kehrwert, sind 2. Das ist dann 2 mal e hoch 0,5 x, die obere Grenze eingesetzt, minus die untere Grenze eingesetzt, 2 mal e hoch 0. E hoch 0 ist 1, also 2 e hoch 0,5x minus 2. Und jetzt ist das Schöne, für a, b, c und d brauche ich nur immer die Integralfunktion j0 von 1, von 2, von 3, von 4 berechnen. Das heißt immer nur hier oben im Exponenten einfach nur da diese Zahl einsetzen. Dann habe ich einmal 2 e hoch 0,5 minus 2. Hier habe ich 2 mal e hoch 1, brauche ich nicht schreiben, also 2e minus 2. Hier habe ich 2e hoch 1,5 minus 2 und hier habe ich 2e hoch 2 minus 2. Das ging echt schnell. Mensch, Glück gehabt, wird wohl doch kein 30-minütiges Video dieses Mal. Mal gucken, Sie müssen ja noch die Aufgabe 2 hinkriegen. Oh, noch besteht die Chance. So, kommen wir zu einer zweiten Aufgabe. Die Funktion v mit v von t ist gleich minus 30 mal, Klammer auf, e hoch minus 0,3t minus 1, Klammer zu. Beschreibt modellhaft die Geschwindigkeit eines Autos beim Beschleunigen aus dem... Ja, genau. Beim Beschleunigen aus dem Stand, wenn es dann solche Geräusche gibt. Gut, t ist in Sekunden, v von t in Meter pro Sekunde. Aufgabenteil a. Was bedeuten in diesem Zusammenhang die Funktionswerte der Integralfunktion j0 von x, also das Integral von 0 bis x, v von t, dt?
Wir überlegen kurz, was macht nochmal ein Integral? Ein Integral berechnet normalerweise einen Wert. In diesem Fall wird aber kein Wert berechnet, sondern eine Funktion. Und wir haben vorhin bei der Definition und den darunter stehenden Merksatz uns eingeprägt, dass jede Integralfunktion eine Stammfunktion der ursprünglichen Funktion v von t ist. Gehen wir gedanklich zurück zum letzten Video. Eine Stammfunktion von vt, was hier eine Geschwindigkeit ist, wäre eine Funktion, die die Strecke beschreibt. Das heißt also, wenn die Integralfunktion eine Stammfunktion hiervon ist, dann bedeuten Funktionswerte der Integralfunktion nichts anderes als die Strecke, die das Auto zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgelegt hat. Also Funktionswerte von j0 von x geben die zurückgelegte Strecke ab dem Zeitpunkt t gleich 0 an. Wir beginnen ja bei 0 und zu irgendeinem Zeitpunkt wissen wir dann, welche Strecke hat das Auto da zurückgelegt. Das passt jetzt auch schon zum Aufgabenteil B. Da heißt es nämlich, bestimme mit Hilfe des GTR, wie weit das Auto in den ersten 4 bzw. 8 Sekunden kommt. Das heißt also im Zeitraum 0 bis 4 Sekunden. Bisher war das so, dass wir im GTR jedes Mal einzeln ein Integral ausgerechnet haben. Das könnten wir hier jetzt auch noch machen. Es geht allerdings etwas schneller, wenn wir in diesem Fall einfach die Integralfunktion uns zeichnen lassen und dann jeweils für 4 und für 8 den Funktionswert bestimmen. Wir können direkt eine Integralfunktion hier eingeben über Option, Calculate und dann F3. Da sehen wir schon das Integralsymbol. Dann haben wir das große Integral. Erstmal geben wir hier die Funktion ein, um die es geht. Jetzt die beiden Grenzen. Unten ist die Grenze 0 und oben, wir wollen ja keine feste Grenze, wir wollen es ja allgemein machen. Deswegen das x. So, das Ganze lassen wir uns jetzt zeichnen. Jetzt seht ihr auch sehr schön, Herr Theine hat das V-Window schon schön angepasst. Vielleicht gucken wir es uns nochmal an. Genau. Meine V-Window-Anpassung sieht so aus. Ich überlege mir das Ganze zum Zeitpunkt 0. Da startet es ja erst, vorher macht es keinen Sinn. Bis zum Zeitpunkt 12 Sekunden, das heißt mal willkürlich gelegt. Dann 0, als Start am Anfang haben wir eine Strecke von 0 zurückgelegt. Und 300 Meter jetzt mal als Strecke für die ersten paar Sekunden, was ganz gut passt. Wir haben es einfach vorher schon mal ausprobiert, dass es ein Bereich ist, der ganz gut hinhaut. So, jetzt sehen wir hier also eine Funktion, die nichts anderes ist als die Integralfunktion. Und deswegen ist das hier eine Funktion, die die Strecke zu einem bestimmten Zeitpunkt angibt. Wir wollen jetzt wissen, wie weit ist er nach 4 Sekunden. Also brauchen wir den y-Wert für 4 Sekunden. Und das geht so, wie wir es auch von früher her kennen. Über y-calculate, wir geben unseren Wert von 4 ein und erhalten für 4 den Wert von y 50,12, wenn man es rundet. Das Ganze schreiben wir so auf. J0 von 4 sind ungefähr 50,12. Das ist die Strecke nach 4 Sekunden, also 50,12 Meter. Für J0 von 8, seht ihr da drüben, habe ich es jetzt parallel auch schon gemacht, sind es 149,07, damit die Strecke nach 8 Sekunden. Gut, kommen wir zur letzten Teilaufgabe, zur C. Welche Strecke legt das Auto zwischen der 7. und der 9. Sekunde zurück? Wir können auf die Art und Weise hier ausrechnen, wie weit ist es insgesamt nach der 7., wie weit ist es insgesamt nach der 9., naja, und die Strecke, die sozusagen zwischen der 7. und 9. dazukommt, ist nichts anderes als die Differenz der beiden Werte. Hier hätte ich das Ganze schon mal hingeschrieben. Die gesuchte Strecke wäre J0 von 9 minus J0 von 7. Beide Werte berechne ich hier oben wieder über y-calculate. Der Wert von 7 steht hier noch drin, den von 9. habe ich davor schon bestimmt. 176,72 minus 122,25 sind 54,47 und wir können sagen, es legt zwischen der 7. und der 9. Sekunde eine Strecke von 54,47 Metern zurück. So, natürlich hätte man all das auch einzeln mit einem Integral für jeden Wert machen können, aber ihr seht, hier einmal die Integralfunktion eingegeben und anschließend können wir recht schnell die einzelnen Teilaufgaben bearbeiten, was uns vielleicht auch wertvolle Zeit sparen kann. So, das war es soweit für heute. Integralfunktion unser aktuelles Thema. Im Unterricht werden wir wieder passende Übungen dazu machen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.